Hallo, wir schauen uns jetzt einmal an, wie eine Normalparabel gestreckt oder gestaucht werden kann. Das hängt immer von dem Streckungsfaktor a, der vor dem x² steht, ab. Ich habe hier einmal aufgeschrieben, bei der Normalform ist das a mal x² plus bx plus c und auch hier ist es das a mal x minus d in Klammern zum Quadrat. Also es hängt von diesem a ab. Wenn a größer 1 ist, also 2, 3, 1,5, 1000, dann ist die Funktion gestreckt. Das heißt, die Normalparabel wird quasi so nach oben hingezogen. Ich male euch hier einmal ein etwas extremes Beispiel vielleicht an. So, also sehr eng an der y-Achse, hier ist y, x, so dran. Die Funktion ist gestaucht, wenn der Wert kleiner als 1 ist, also quasi nach unten gedrückt, aber nicht kleiner als 0, weil dann dreht sie sich um. Also zwischen 0 und 1. So, und die würde dann zum Beispiel so aussehen. Also das hätte man von oben da drauf gedrückt, die gestaucht. Ja, die Funktion ist nach oben geöffnet, wenn das Vorzeichen von a positiv ist und nach unten geöffnet, wenn das Vorzeichen von dem a negativ ist. Also a größer 0 nach oben geöffnet und kleiner 0 nach unten geöffnet. Und dann ist wieder, wenn da minus 0,5 ist, ist sie auch gestaucht, nach unten aber. Und wenn es größer minus 10 zum Beispiel, ist sie nach unten geöffnet, gestreckt. Ja, alles klar, das war schon. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.